Hallo, mein Name ist Fabian Grenzer. Ich will euch mal passend zu unserer aktuellen News über die SOPA-Proteste die Seite der Piratenpartei zeigen. Die hat es nämlich anscheinend irgendwie ein bisschen verpennt und hat gestern erst ab 12 Uhr mittags die Seite verdunkelt. Wie man sieht, ist der Effekt sogar eigentlich ziemlich gut. Vielleicht denken sie, später anfangen und wir lassen es noch ein bisschen länger drauf. Lustig gemacht haben sich da natürlich die politischen Gegner. Ja, wir können gleich mal gucken, was die Grünen gemacht haben. Die Grünen haben hier auf jeden Fall gesagt, also beziehen auch Stellung auf ihrer Webseite. Wikipedia ist schon wieder benutzbar. Es war ja eigentlich die größte Seite, die bei diesem Protest mitgemacht hat. Die konnte man gestern ohne Tricks nicht erreichen. Ja, ich finde den Effekt bei der Piratenpartei sehr interessant, dass sie es natürlich verpennt haben, gerade als die Partei, die für Internet steht und Transparenz, ist das natürlich ein bisschen, kommt ihrem Ruf da nicht wirklich, wird dem Ruf nicht gerecht. Ja, das war's schon. Hier könnt ihr nochmal die Grünen sehen. Ja, das war das Video zur News. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.